Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind wieder am Start mit Episode Nummer 108 und heute wollen wir ein neues Team bauen in der nächsten Fünferkettenformation, damit wir die endlich abgeschlossen haben. Es wird das 5-2-2-1, das heißt mit Flügelspielern. Sehr interessant auf jeden Fall. Und wenn euch das Team gefällt, beziehungsweise die Episode, lasst doch bitte einen Daumen nach oben, da wenn wir 1000 Likes auf die Episode schaffen, wäre das richtig, richtig geil. Würde ich mich extrem drüber freuen, wäre eine richtig nice Geste und ist eine großartige Unterstützung. Wenn ihr PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben braucht, schaut bei Randion vorbei. Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung und auch damit können wir natürlich sehr, sehr gut unterstützen. Wir haben das Team of the Tournament mehr oder weniger, zumindest Omen Lallana wurde verkauft. Das ist natürlich ein Traum, die anderen Spieler verkaufen sie natürlich nicht. Ist ja ganz klar, denn niemand kauft momentan Spieler. Wir haben das Team of the, Tournament, beziehungsweise das Green Team momentan unterwegs. Nicht Dream, aber Dream immerhin und nicht Dream, aber Green, so rum ist richtig. Mit Seamus Coleman beispielsweise, die grünen Karten sind sehr interessant, mal sehen, vielleicht haben wir jetzt ja hier gleich eine. Wir suchen einen Spieler normal und einen über 30k und nehmen den ersten auf beiden Seiten dann halt. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal durch mit dem normalen Spieler. Und es wird Gibson. Das ist ein Ire. Gibt es auch eine grüne Version von dem? Da muss ich mal eben nachschauen. Dann kaufen wir nämlich die grüne Version. Kann man irgendwo nachgucken, wie das Team aussieht. Gibson, Gibson, Gibson. Es gibt keinen Gibson. Es gibt McCarthy. Es gibt Coleman. Es gibt Gibson. Okay, alles klar. Also finde ich den auf jeden Fall auch noch. Mal sehen wann, aber ich finde ihn bestimmt. Und dann suchen wir noch ein Spiel. Aber 30k auf jeden Fall auch noch. Letztes Mal war es Teddy Sheringham, also eine Legende. Schaut auf jeden Fall euch die Episode nochmal an, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Beziehungsweise das Spiel, das war, naja, hat gezeigt, dass die Legenden halt nicht immer so legendär gut sind. Aber gut, was willst du machen? So, 30.000 Coins. Es wird André Schürrle Inform, der Wolfsburg Inform. Ich denke mal, dass der Preis nicht genau ist. Schauen wir mal nach, wie das aussieht. André Schürrle suchen wir mal und dann haben wir Wolfsburg. 40.000 erscheint der Mindestpreis, okay, das heißt 40.250 ist der günstigste. Mal sehen, ob wir hier noch einen finden für 40.250. Wäre ja logisch. Oder wir machen, weil wir linken Flügel brauchen, bieten wir einfach auf den hier mit Deadeye. Das passt schon und da brauchen wir noch einen Gibson. Den suche ich jetzt auch mal eben ganz schnell, spontan noch. Mal sehen, ob wir den, nicht Ben Gibson, wer ist denn Ben Gibson? Noch nie gehört, ich kenne Mel Gibson, aber mehr auch nicht. Gibson, 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 das ist ein 76er, ne? Darren Gibson. So, machen wir mal Mindestpreis auf 10.000 hoch. Mal sehen, ob wir dann einen finden. Bei Shane Long war es schwierig wegen dem Inform. Genauso bei Keen, aber bei ihm müsste es relativ easy sein. Ja, die kosten so um die 20.000 Münzen. Zumindest in der Theorie. Stellt bestimmt keiner günstiger rein, ist das Problem. Wobei man kann mal nachgucken, da war zumindest einer für 19.000. Ja, kann ja sein, dass einer für 15.000 reinstellt. An sich ist das Problem, dass diese Karten komplett sinnlos sind, weil sie einfach nur grün sind. Also, sie haben keinen anderen Effekt, sie sind einfach grün. Das ist also eigentlich komplett sinnlos, sich da irgendwie Spieler zu kaufen. Ich kaufe mir auch den normalen Gibson. Alles andere wäre jetzt kompletter Schwachsinn irgendwie, weil, ganz ehrlich, was will ich denn mit einem grünen Gibson? Der hat keinen anderen Wert und es wäre komplett rausgeschmissenes Geld, zumal die Spieler ja sowieso überteuert sind wegen dem St. Patrick's Day. Ich bin auch nicht so ganz begeistert davon, dass ich mit Gibson spielen darf. Das, scheiße ist das doch jetzt hier. Machen wir nochmal. So, in der Zeit stelle ich schon mal den Timer eben, damit wir hier gleich schnell durchstarten können und nicht wieder 2,5 Stunden brauchen wie die letzten Male. So. Ist übrigens wieder eine Fünferkette, das heißt, ich kenne mich mit der Formation überhaupt nicht aus, aber mal sehen, wie das laufen wird. So, Timer ist schon mal theoretisch gestellt. 500 gibt es da natürlich nicht. Der wird wahrscheinlich genauso hoch eingestellt sein, wie es irgendwie möglich ist bei neuen Spielern. Ich glaube, das ist 5000. Den anderen wirst du da wahrscheinlich nicht finden. Doch bei 3000, naja. Ja, ist natürlich auch abgehoben teuer für solche Werte bei einem Non-Rare-Spieler, aber was willst du machen? Es geht ja nicht anders. So, oh, 1200, den nehme ich ganz schnell mit. Nein, tue ich nicht, denn er ist abgelaufen. Hammer. Nehmen wir den mit. Auch abgelaufen, der Wahnsinn. Nehmen wir den mit. Der ist nicht abgelaufen. Hammer. 2300 Münzen für einen Non-Rare-Goldspieler, der absolut scheiß Wert hat. Aber egal, okay. Wir packen die beiden mal in die Mannschaft rein. Schön, habe ich jetzt noch nicht gekauft, aber Gibson packe ich hier mal einfach hin. So, und dann schauen wir mal, wie wir durchstarten können. Und zwar starten wir in 3, 2, 1 und go. Ich muss mir jetzt mal die Links einprägen. So, Schürrle, okay. Bla bla. Okay, gut, alles klar. Wir starten durch. So, Schürrle habe ich gewonnen, habe ich gehört. Ja, habe ich für 40.000. Wunderbar, nehmen wir mit. Und den müssen wir dann logischerweise auch verlinken. Haben wir einen deutschen Stürmer aus der Premier League? Ich glaube ja nicht, außer einem Bronzestürmer. Und das ist Jesil. Natürlich könnte man Götze nehmen, aber Götze ist so, weiß nicht. Und da ich kein BSG bauen will, ist das sinnlos. Einen zentralen Mittelfeldspieler haben wir natürlich mit, beispielsweise Özil. Aber auch noch Selalem oder Can wären möglich. Aber Can ist viel zu abgehoben teuer.
Komm hier, 4300 Münzen nehmen wir aber Özil ins zentrale Mittelfeld. Haben wir da schon mal auf jeden Fall einen Link. Und dann nehmen wir noch einen Linksverteidiger aus Deutschland. Das ist nicht ganz so einfach dann wieder, aber ich glaube, Dennis Aogo wäre da eine ganz gute Wahl. Natürlich ging auch Christian Panda. Aber ich glaube, ich entscheide mich da mal für Dennis Aogo. Nicht für den Inform natürlich, weil der ist auch für die Werte. Ne? Teilweise, wie die Informs eingestuft sind, verstehe ich nicht. Aber gut, Ostscholek wäre auch eine Möglichkeit. Schmelzer wäre auch eine Möglichkeit. Jansen wäre vielleicht sogar die beste Möglichkeit. Aber ich glaube, ich möchte doch ganz gerne den guten Dennis Aogo nehmen. Aogo, Dennis Aogo. So, 5000 Münzen. Das ist das Problem bei diesen Scheiß-Dingspunkten. Dingern da bei den Preisen, die du jetzt einstellen kannst. Hier, auf den biete ich jetzt. Ich hoffe, dass ich den bekomme. So, haben wir das schon mal geklärt. Schürrle ist schon mal versorgt. Özil bräuchte jetzt im Idealfall mal einen... Ne, braucht er gar nicht, theoretisch. Wobei ein Stronglink wäre nicht schlecht, weil dann können wir eine andere Liga weiter verlinken. Wobei, in welche Liga willst du verlinken, ist dann wieder die Frage. Mit einem Iren. Gibt es irgendwelche irischen Innenverteidiger? Ich weiß, dass es ein Iren... Nee, es gibt eigentlich gar keinen Iren. Irland ist eine richtig beschissene Nation für den 7-Minute-Squad, vor allem für so eine Formation. Es gibt noch O'Brien, aber der ist auch scheiße. Hier natürlich noch den John O'Shea in grün. Inform John O'Shea. Da kannst du halt echt gar nichts machen mit, ne? Rechter Flügel. McGeady natürlich, ist der Perfect Link. Aber ganz ehrlich, dann nehmen wir einen Sturm. Lieber Romelu Lukaku. Wobei, ja doch. Hatten wir Lukaku nicht letztens sogar erst? Ich glaube nicht, oder? Bin mir nicht ganz sicher. So, wie viel kostet der Man of the Match? Zu viel jetzt dafür gerade. So. Gut, Özil. Mustafi. Das ist echt scheiße jetzt gemacht, ne? Dass du nur noch mit zwei Buchstaben, damit du jeden immer schnell findest. So, auf Mustafi bieten wir auch einfach mal hier. Ach, der läuft nur 11 Minuten, ach egal. So, als nächstes brauchen wir noch einen Innenverteidiger von Valencia. Zack. Otamendi ab. Finde ich gut. So, brauchen wir einen Torwart aus der BBVA. Wobei, erstmal müssen wir anders weiter verlinken. Gibson hat jetzt einen Deadlink. Lukaku auch, aber die haben auch beide einen Stronglink. Das heißt, wenn wir jetzt einfach einen rechten... Na, nee. Wir können einfach einen rechten... Das Team wird echt unkreativ, aber was willst du machen? Hier, Alexis nehmen wir. Und einen rechten Mittelfeldspieler noch aus der Premier League. Den man irgendwie in die BBVA verlinken kann. Da wird es wenigstens Nordlings wasted. Premier League in die BBVA. Ja, natürlich wäre Navas da die offensichtliche Wahl. Wobei es mit Miranda, mit Willian auch gehen würde und der ist in der Formation vielleicht ganz geil. So, brauchen wir nochmal Miranda. Lass Miranda, denn sie will ja. Dann müssen wir einfach noch Spanisch einstellen, Brasilianisch einstellen. Dann dürfte den ja relativ schnell haben. Ja. Komm. Vielleicht kriege ich ihn ja für 700. So, und dann machen wir noch einen Torwart aus der BBVA und dann sind wir auch schon fertig. Das ging extrem schnell, ist extrem unkreativ, aber was willst du machen? Die Formation und die Spieler waren halt einfach nicht sonderlich toll, um hier irgendwie einen 7-Minute-Squad rumzubauen. Nehmen wir Bra, ne, haben wir schon, Chile haben wir schon. Auch lustig, dass wir ausgerechnet Chile schon haben. Wir haben alles schon. Und das haben wir noch nicht. Moya sieht übrigens auch richtig krass aus, seit er die geupgradete Karte hat. Oblak ginge noch, aber der hätte auch einen Stronglink. Ochoa wäre das Logischste. Oder Beto. Wir nehmen Beto. Gut, dann sind wir fertig. Das war jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Und wir haben, glaube ich, ein sehr unkreatives... Okay, so schnell war es nicht. Aber wir haben ein relativ unkreatives Team, leider Gottes. Das ist ein bisschen schade, aber was willst du machen? Geht halt teilweise nicht anders, weil... Naja, was willst du in der Formation großartig anders machen? Wir haben immerhin... Muss ich mal eben nachzählen... 1, 2, 3, 4. Boah, wir spielen ja gar keine Dreierkette. Fuck. Wir brauchen ja einen Rechtsverteidiger. Aber nehmen wir einfach Raphael anstelle von Willian. Ja, nehmen wir Raphael an der Stelle von Willian, dann passt das schon. Geht trotzdem immer noch auf mit den Links. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Nationen,
5 Nationen, 6 Nationen, 7 Nationen. 7 Nationen und 3 Ligen. Wow, neuerdings wastet immerhin. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Gut. Ich vervollständige das und wir sehen uns später. Also ihr gleich, ich später. So, da sind wir wieder. Das Team, wie gesagt, ist vervollständigt. Sieht nicht sonderlich toll aus, ist aber immer Neulings wasted. Von daher geht's auf jeden Fall. Schürrle ist auf voller Chemie. Gibson ist auf voller Chemie. Der Rest auch. Und wir versuchen jetzt einfach irgendwie hier einen Gegner zu finden, den zu zerstören. Und bis gleich. So, der zweite Versuch klappt. Jetzt gerade immer hat sich noch wieder das Spiel aufgehangen. Mega nervig. Wir spielen gegen ein französisches Team mit Benzema als ZM ohne Chemie. Vollkommen sinnlos. Also wieder so ein richtiger Spasti, merke ich schon. Ja, da hat er noch Cavani ohne Chemie. Trotzdem werden wahrscheinlich Benzema und Cavani die Besten auf dem Platz sein. Vor allem Benzema als Achter wird bei mir alles zerstören. Wird auf jeden Fall schwer. Oh ja, das gibt Freistoß. So, in der Situation gibt es einen Freistoß, was ganz schön ist. Und den werde ich kurz ausführen, weil keiner mehr bei Schürrle ist. Und der macht ihn nicht rein. Und Lukaku macht Murks, aber immer gibt es einen Eckball. Also bisher der Gegner sehr destruktiv. Ich kann kaum was machen, aber meine Spieler sind doch irgendwie alle extrem dribbelschwach, habe ich das Gefühl. Abgesehen von Alexis, und der ist der leider Gottes unauffälligste bisher. Die Ecke war scheiße. Und jetzt ist Miranda da. Ja, okay. Sanja ist einfach mal plötzlich 10 km/h schneller als normalerweise. Ist nicht so geil. Allgemein, ich habe jetzt schon auf Offensiv gestellt mittlerweile, weil das geht sonst einfach nicht. Das Team ist echt zu defensiv, zwar ist es da solide, jetzt gerade mal nicht, aber Otamendi ist ja da, sehr, sehr schöne Grätsche. Defensiv ist es stabil, offensiv ist es aber einfach bisher noch gar nichts, vor allem weil Alexis nicht wirklich zum Zug kommt. Jetzt vielleicht mal, ja, dann stolpert er irgendwie und dann ist es abseits von Lukaku, weil das auch kein Foul ist, warum auch immer, weil er ja unbedingt drüber springen muss und dabei verspastet. Naja. Lukaku mit Glück und Sanchez mit dem Tor. Der unauffälligste Mann auf dem Platz macht die Bude, so muss das sein. Haben mittlerweile auf sehr offensiv gestellt, warum auch nicht. Ach, ja, das ist wirklich Glück hier, das ist auch kein Elfmeter irgendwie und egal, 1-0. Wow, Glück, mal ausnahmsweise, das gibt's ja überhaupt nicht. Pogba gegen Pfosten. Vorher hat Benzema da einen Zweikampf gewonnen, das darfst du eigentlich schon gar nicht wieder zeigen, weil das war... Nein. Ich glaube, ich zeige es eh nicht, weil ich beim Cutten sowieso mal vergesse, was ich reinschneiden wollte und was nicht. Oh Mann, Lukaku. Biabinuti. Und 1-1, weil Nierpaus doch hier ist und Beto und Spasti. Das ist so bitter, ne? Einfach viel zu viel Pace, das ist... Naja. Das ist ein unglaubliches. Das Pace ist ja nicht mal das Schlimme. Dass er den so reinhauen kann, ist das Schlimme. Schürrle, Schürrle, Schürrle. Ach. Schürrle, Schürrle, Schürrle. Was? Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Gute Flanke. Hallo. Ich darf ihn nicht anwählen. Guckt euch den Ball von Cavani an, der hat 4 Chemie. Was ist das denn? Und ich darf meinen Spieler in der Mitte nicht anwählen. Das ist doch scheiße. Der hat 4 Chemie, du Bastard, Alter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Dieses Spiel ist so verkackt. Wie kann EA diesen Scheiß überhaupt als Spiel verkaufen? Das ist krebserregend. Nicht mehr und nicht weniger. Er legt ihn sich zu weit vor. Schürrle, Gott sei Dank. Ich hasse dieses Spiel trotzdem, es ist trotzdem scheiße. Komm Schürrle, schnell, Tempo, 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 Tempo. Schön, 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 Bellarabi-Style. Jetzt kann der Kamera wechseln, das war nicht so schön. Schön Schürrle, mach ihn rein, mach ihn! Als ob der den jemals vorbeischießt. Komm, Lukaku, wehe. Ey, das gibt es doch einfach nicht mehr. Was ist das für ein Spiel? Das ist kein Spiel, das ist ein Krampf.
bekommt er Unterstützung. Sofort abgezogen und... Gott sei Dank, Alter. Ich hätte gekotzt. Gibson, ja. Schürrle und Gibson treffen beide. Das ist jetzt... Und jetzt hat er freie Bahn. Komm, wir machen es sicher. Wir machen es sicher. Damit es jetzt hier 4-2 steht und wir endlich Feierabend haben. Mein Gott nochmal. Spieler am Boden. Sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. So, warum treffe ich jetzt plötzlich wieder? Kaum beschwerst du dich, aber oder kaum bist du in der Verlängerung, machst du plötzlich wieder die Tore. Gelb-Rot übrigens für Mustafi bekommen. Nur mal so nebenbei erwähnt, war ja ganz klar, irgendwas musste ja noch passieren. Aber das war auch gerechtfertigt, auch wenn ich einen Ball getroffen habe. Aber gut, wir kennen ja FIFA. So, da ist er gequittet, Gott sei Dank. Ich hatte aber echt keinen Bock mehr weiter zu spielen. 9,2 Bewertung bei Sanchez. Man of the Match gibt es nicht, obwohl wir schon 105 Minuten gespielt haben. Läuft. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr seid, überfordert, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe keinen Bock mehr auf FIFA momentan. Bis dann, haut rein und ciao.